zu Gast bei mir im Talk, Phil Teurila. Klimawechsel ist die Company, die er als Geschäftsführer sozusagen aufgebaut hat. Sozialarbeiter, zertifizierter Coach und seit 2014 sogar Jugendcoach mit Kantonsauftrag. Herzlich willkommen. Merci, gleichfalls. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt in Talkgästen, die man im Bereich Coaching trifft, ist: Wie ist das mit dem Urvertrauen, was man von Jugend an bekommt? Wenn das zutiefst erschüttert ist, kann man das irgendwie auch durch Coaching wieder ein bisschen hervorholen oder ein bisschen heilen, ein bisschen heilend beeinflussen? Ist das möglich? Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, also Lustlosigkeit, so die Geschichte wieder aufbringen? Naja, das mangelndes Urvertrauen. Wenn in der Kindheit irgendein ein schlimmes Ereignis gewesen ja. ist, was wirklich das Urvertrauen erschüttert ja. hat, wie coacht man? Ist das möglich, das wiederzubringen? Wenn ich das wüsste, ich kann keine Patentantworten geben, weil ich auch keine Patentrezepte habe. Und das ist eigentlich auch Part von meiner Antwort. Ich glaube, es passiert im Coaching ganz viel über Chemie zwischen dem Klienten, der Klientin und mir. Und wenn dort nichts fließt, dann ist glaube ich, der Erfolg in Frage gestellt. Ich glaube, es geht viel über Empathie, es geht viel eben darüber, über das Hören, Spüren und nicht viel reden und zureden und Tipps geben, Ratschläge geben, sondern ja, es ist ein gespürtes Ding. Und Coaching übrigens, wenn ich das beifügen darf, ich habe es manchmal ein bisschen satt, das Wort Coach zu hören, weil heute kannst du sogar einen Coach zum Zähneputzen anrufen. Also was ist nicht mehr gecoacht? Darum kann es auch übertreiben. Trotzdem sind viele Sachen auch für Erwachsene wichtig. Ja. Thema Motto Jugend und Jugendliche. Und trotzdem ist Zeitmanagement zum Beispiel auch für die Großen interessant. Objektive Zeit und die eigene Wahrnehmung gehen da auseinander. Wie durchbreche ich den Teufelskreis, dass ich die Aufschieberitis habe? Wie geht das? Das gilt ja auch für Große. Ja, eindeutig. Das beste Beispiel für die Erwachsenen mit Aufschieberitis-Verhalten ist ja die Steuererklärung. Okay? Und das schmunzeln immer alle, weil sie betroffen sind. Ich glaube, Aufschieberitis hat verschiedene Gesichter. Ich finde es eigentlich ein schlimmes Thema, weil es artet im Stress aus. Und wirklich schlimmer Stress geht an Gesundheit. Geht aber auch an die Qualität von dem, was ich eigentlich seit längerem liefern oder lehren sollte. Und Aufschieberitis vermindern kann man, indem man vielleicht visualisiert, das, was man machen muss, seine Verpflichtungen, seine Aufgaben planen. Aber grosszügig planen, visualisiert auf einem Plakat oder so. Und dann sieht man, Lago Mio, das gibt eine weltstressige Woche zum Beispiel. Und wenn man dann etwas wirklich nicht aufgeschoben hat und erledigt hat, bin ich der Auffassung, sollte man zum Beispiel das Post-it nehmen, die Zunge an den Rand klemmen und dann die Woche hat man vielleicht 7 Sachen vorgehabt, hat aber 2-3 Sachen nicht aufgeschoben und das muss man auch feiern. Freuen wir uns so wenig an den Erfolgen, an den kleinen Hürden, die wir haben, weil wir immer nur das große Negative sehen? Vielleicht ein bisschen schon, weil wir natürlich immer wieder gerade sofort mit 2 neuen Sachen belastet werden. Wir sind also dauernd irgendwie auf der Autobahn mit «Ich muss noch mehr leisten, noch mehr erfüllen». Ja, ich denke schon ein bisschen. Das Vorgehen, ich denke, es gibt ein Erstgespräch, dann irgendwo muss ein verbindlicher Auftrag formuliert werden und mit dem Klienten zusammen ein Lösungsweg formuliert werden. Wie findest du sie den Zugang zu Kindern und Jugendlichen? Die sind ja teilweise vielleicht verschlossen, wenn sie kommen. Wie geht das? Das Erstgespräch ist vor allem dazu da, dass das betroffene Kind oder der Jugendliche mehr lebt in diesem Gespräch. Und ich glaube, das geht dir wie mir so und uns allen, dass wir schon nach einigen Minuten im Bauch spüren, ja, der glaube ich, ja, der ist schon wieder einer, der probiert, an mir rumzudrehen und machen. Und dann löst es vielleicht ab, vielleicht aber eben auch nicht. Vielleicht hat er das Gefühl, wow, ja, mit dem kann ich mir noch vorstellen, zusammen zu arbeiten. Und das ist maßgebend. Und ich gehe immer so vor, dass wir nie am ersten Gespräch einen Beschluss fassen, sondern auf Bandage gesagt, hey, geh drüber schlafen. Und dann wünsche ich vom Beteiligten, auch wenn das nur ein Sechsklässler ist, eine Einzieler-Mail,
ja, ich habe Bock zum Kommen oder nein, lieber nicht. Und es wäre schön, wenn ich noch schreibe, warum. Und das mit der Auftrags- und Vertragsgeschichte. Klienten können jederzeit abbrechen. Das ist nicht eine Verbindlichkeit in dem Sinn, dass der muss 10-mal kommen oder so. Aber das führt jetzt dahin zum optimalen Unterstützen. Ja. Den Weg gehen ja die Betroffenen selber. Ja. Gibt es so eine einheitliche Geschichte, dass man sagt, das muss erstmal sacken, also vergehen Zeiten dazwischen, bis der nächste Termin kommt, damit es überhaupt wirkt zu Hause? Und gibt es Hausaufgaben, die ja vielleicht gerade genau das sind, was die Kinder stressen in der Schule? Ja. Wie geht das im Coaching? Ich bin ein bisschen durch Weiterbildung geprägt davon, was Wörter auslösen können. Und gerade das Wort Hausaufgaben aufzugeben, das kann man umständ gerade eine Bremse reinjagen. Oder? Dass man Widerstand pur hat und den Lernenden gar nicht mehr möchte. Also klassisch ist ja, dass ich nenne das Airolo Göschene, wenn man heimkommt von Schule und die Mami das erst sagt, hast du viele Hausaufgaben heute? Oder hast du schon gelernt für den Test morgen? Und da gibt es eigentlich eine andere Formulierungsform. Ja, die Frage vergessen, ursprünglich. Aufträge zu Hause und der Rhythmus. Ah, ja. Ich liebe das Wort experimentieren. Mhm. Und das ist auf eine Art eine Hausaufgabe. Ich rede aber von experimentieren. Und das heisst, die Post geht nicht bei mir ab, sondern daheim. Also wir tun Methoden, Techniken miteinander ein vergleichen. Ich erkläre das immer auf der Landkarte, einen Weg nach Rom suchen, der für den Lernenden der Idealweg ist. Der mit am wenigsten Anstrengung, aber sein Weg ist. Und dann gehen wir den in Form von, komm, wir probieren mal das oder jenes. Und er geht dann heim, bis zum nächsten Setting experimentieren. Pubertät ist eine besondere Phase, besonders herausfordernd sozusagen. Wie können Eltern unterstützen, dass sie nicht zum Dauerboomer werden? Gibt es da irgendeinen... Mit etwas ganz Schwierigem. Ich bin ja auch älterer Teil, habe das auch erlebt. Weniger darauf einreden. Mehr auf Distanz gehen in Momenten, wo die Sicherungen warm werden. Nicht immer so insistieren und nicht meinen, ich habe ja mein Kind gerne, ich mache mir ja Sorgen, ich will ja nur das Beste. Aber das eben nicht mache ich dem derart auf Nähe geht, dann, wenn der Konflikt sich anbahnt, sondern vielleicht eher es abkühlen und nähren. Ich weiß doch nicht, beim Tischdecken oder so, nochmal auf das Thema zurück. Aber ich glaube, Pubertät, das ist für alle Beteiligten wie die Betroffenen einfach Chaos. Puh, das ist so schwierig. Wie sieht für einen Jugendlichen aus Sicht des Experten eine optimale Lernumgebung aus? Für einen Jugendlichen oder für einen, so einen Viertklässler? Oder so einen, ja, beides. Ja. Machen wir beides. Es ist unterschiedlich. Bei den ganz Jungen, die so frisch in die Schule kommen, die ersten, weiss doch nicht, 2-4 Jahre, dort ist herauszufinden, in es wieder experimentieren. Lernt er besser bei Mami am Küchentisch, lernt er besser irgendwie in seinem Zimmer. Das spürt man schon. Lernt er besser mit zuniger Tür, mit offener Tür. Da sind die Kinder alle verschieden. Aber das kann man herausfinden. Probieren. Dann finde ich, sollte man alle Ablenkungsmöglichkeiten aus dem Weg schaffen. Ich würde von Anfang an die Kinder dazu angewöhnen, dass das Handy einfach nicht angehört. Der Jugendliche kommt immer mit der Ausrede, ja, aber ich muss ja noch recherchieren und dort noch fragen, googeln und so. Das verstehe ich, aber auch das kann man strukturiert machen und schauen, dass das Zeug vielleicht am Anfang machen, dann klemme ich oder am Schluss und so weiter. Ich denke, auch dort, Patentrezept kenne ich. Man muss es dem Lernenden anpassen. Es gibt Leute, die können in einem Restaurant sitzen. Und die schauen nicht, wer rein und raus läuft. Und andere, die haben die vollste Aufmerksamkeit bei der Eingangstür. Oder? Und du redest mit dem und der ist mit den Augen nicht bei dir. Das sind Geschichten. Also die drei Hauptelemente, Konzentration, ja, Struktur und Motivation, sind wahrscheinlich irgendwie die Geheimnisse, die man braucht dazu. Okay. Was halten Sie von Hypnose? Ich habe keine Erfahrung mit Hypnose. Ich habe eine Kollegin in Hamburg, die jetzt eine Ausbildung gemacht hat. Und auch Hypnose ist ja nicht Hypnose. Es gibt so verschiedene Methoden von Hypnose. Ich habe keine Erfahrung, ich kann es nicht sagen. Ich bin einfach fasziniert, dass das scheinbar so etwas bringen soll.
Aber wir müssen mich überzeugen. Okay, aha, der Skeptiker, gut. Ja. Jetzt ändert sich im Laufe der Schul- und Berufskarriere das Ganze. Irgendwann wird die Schule abgelöst von der Lehre. Muss man da auch das Coaching entsprechend anders betreiben? Was bei mir anders ist, wenn es um eine Lehrlingsbegleitung geht, ist, dann suche ich wirklich ganz nahes Netzwerk. Das heisst, den Lehrer vielleicht zuletzt, aber mit Einwilligung vom Lernenden mit dem Lernbetrieb. Weil der Lernbetrieb oder der Vorgesetzte, der Lehrlingsbegleiter, ist wesentlich. Und wenn der Lehrlingsbegleiter früh erkennt, dass Support nötig ist und dann eine Anfrage für das Netzwerk von außen kommt und nicht die Eltern, dann reagieren erstaunlicherweise die Lehrlingsbegleiter schon etwas anders und sind bereitwilliger, offener. Und dann in der Zusammenarbeit kann man am gleichen Strick ziehen. Das, denke ich, ist ein Unterschied zu vorher in die Schule gehen. Sie arbeiten schon lange in dem Bereich und haben in Ihrem eigenen Leben auch Höhen und Tiefen durchlebt. Auf der Homepage findet man eindrucksvolle Filmbeispiele, wie Personen mit Ängsten umgehen und man das Selbstvertrauen wieder aufbaut. Ich glaube, das macht einen Menschen, der berät, glaubhafter. Wie vermitteln Sie das? Wie erzählen Sie von sich im Gespräch? Wie geht das? Ich erzähle vor allem, was ich im Rucksack habe. Dass ich Vertrauen schöpfen kann. Ja, ist das echt bla bla bla? Oder hat das so ein bisschen... In der Schweiz braucht man ja für alles ein Zertifikat, oder? Und ich glaube, man kann jeden Prospekt glänzend gestalten. Es hat wieder mit dieser Chemie zu tun. Es hat damit zu tun, das, was ich rauslasse aus meinem Mund, ob man mir das abkauft, bin ich authentisch, lebe ich das nachher auch. Und die Kinder haben für das natürlich eine weltgute Antenne. Also einem Kind macht man nicht so schnell etwas vor, finde ich. Aber ich kann nicht antworten, ja, ich zücke jetzt den oder den Pfeil und habe es im Griff 100 Punkte. Das ist immer wieder das Dreiknäulen. Ein Reiz und Stichwort, was gestern schon anklang durch die Fachausbildung vom Kinderarzt, ADHS. Viele behaupten, es gibt es vielleicht gar nicht, die anderen haben schwerste Probleme. Und das Zwischending ist, dass jedes Kind, was nicht gerade in den 1A-Rahmen passt, sofort abgestempelt wird. Und da muss man aufpassen. Und eine Maschinerie geht in Gang, die man gar nicht mehr stoppen kann. Was gibt's als Rat? Ist es A, wirklich immer mehr auftretend? Und B, wie kann man da erstmal Boden reinbringen und sagen, so, halt, stopp, wir fangen ganz von vorne an. Lerne verstehen, wie jemand denkt, der so tickt, in Anführungsstrichen. Wie gehen Sie da vor? Uff, das ist ein Thema für sich. Ja, wir können abends darüber reden. Genau. ADHS ist für mich wichtig, wenn ich es antreffe, und das tue ich sehr oft. Ist für mich das Wichtigste, unvoreingenommen dran zu gehen. Und es ist sehr kontrovers diskutiert, wann ist es wirklich ein ADHS. Und ich möchte den Eltern auch noch ans Herz legen, wenn sie Zweifel haben, dann kommt das ja mehrheitlich davor, weil die Lehrkraft damit überfordert ist und dann eine Meldung macht bei den Eltern, könnte man zusammen etwas unternehmen. Und die Lehrkraft ist berechtigt überfordert, weil sie ja nicht nur einen hat. Also wenn dort zwei, drei Schrauben machen im Klassenzimmer und sie dann eine Sonderzeit während dem Unterricht muss widmen, was ist mit den anderen in dieser Zeit? Also die Lehrer sind dann sehr herausgefordert. Aber auch die Eltern. Wenn man einfach nicht die Wange aufgeht, weil die Sicherungen wirklich mehr als warm werden, dann sucht man nach Lösungen und dann überlegt man sich auch, will ich meinem Kind eben die Medikation geben, nicht geben. Und ich denke, ich bin nicht per se gegen ein Medi, aber ich bin sehr dafür für eine professionelle Abklärung. Und ich kann das ungeschminkt sagen, ich erlebe so viele Hausärzte, die keinen blassen Schimmer haben und einfach den Rezeptblock zücken. Dort muss eine professionelle Abklärung haben und nachher zu der Medikation eine Begleitung. Also es bringt nichts bei Jugendlichen, erlebe ich, dass die Chips reinfräsen, Red Bull trinken und mit dem Ritalin zum Beispiel ist der geregelt. Das kann es ja nicht sein. Also eine spezifisch auf diese Fragestellung und vor allem die Person zugeschnittenes Beratungskonzept. Unbedingt. Okay. Selbstständigkeit heißt 40, 50 Stunden Woche teilweise. Wie schaffen Sie es selber abzuschalten? Was tun Sie für sich
bei dem ganzen guten Beratungskonzept? Erstmal mache ich es mit Leidenschaft. Das ist schon mal eine Voraussetzung, dass man nicht schnell irgendwie einen Erschöpfungsgrad erreicht. Und zweitens, der Ausgleich. Ich weiß nicht, ich habe eine ganz tolle Familie, eine Frau, die mich trägt. Ich habe zwei Bombensöhne, wir haben einen fantastischen Wohnort. Das sind Elemente, die wir tragen. Ja. Die berühmte Work-Life-Balance halten. Genau. Nicht nur für Kinder, sondern ja, auch für alle anderen. Okay. Work-Life-Balance, das genau. Ist doch das Wort. He? Gut, vielen herzlichen Dank. Wir konnten nur einen kurzen Einblick bringen in die ganze Problematik. Die Webseite ist eingeblendet und in Aarberg sind Sie zu erreichen, aber schweizweit unterwegs. Vielen herzlichen Dank. Liebe Dank für das Gespräch. Es kommt noch ein Geschenk. Merci für Renato. Danke schön. Danke schön. Merci. Vielen Dank. Merci vielmals.